Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute bei einem Tag mit sehr spannenden Fragen zum Thema Booktube, so eine Art Real Talk Tag, den ich bei der lieben Paddy gesehen habe und die mich in ihrem Video auch getaggt hat. Und ich packe ihr Video natürlich mal unten in die Infobox und auch die Fragen dazu. Und wenn ihr natürlich Booktuber seid und Bock darauf habt, dann macht super gerne mal mit. Ich werde am Ende, das ist nämlich auch eine Aufgabe, auf jeden Fall auch noch ein paar Leute taggen, findet ihr dann alles unten in der Infobox. Ja, es sind insgesamt 7 Fragen plus die Aufgabe des Taggens und wir starten einfach mal mit Frage Nummer 1. Nenne eine Sache, die dir vor Booktube niemand verraten hat, bevor du damit begonnen hast. Ich glaube, womit ich davor gar nicht gerechnet habe, ist, dass man wirkliche Freunde findet. Also ich hatte ja vor Booktube schon meine Art Lifestyle-Beauty-Kanal und da war die Community doch eine andere. Also ich fand es da viel, viel schwerer, Kontakte zu knüpfen, irgendwie ja in den Austausch zu gehen und irgendwie auch so ein bisschen was miteinander zu machen, während ich das bei Booktube relativ früh hatte. Es gab ja ursprünglich mal noch einen ganz anderen Booktube-Kanal, wo wir zu viert diesen Kanal geführt haben. Den gibt es nicht mehr, da gibt es auch nichts mehr zu finden. Und das hätte ich mir halt bei Beauty Lifestyle tatsächlich überhaupt nicht vorstellen können. Während das aber bei Booktube, wo ich so das Gefühl habe, es ist eine sehr offene Community, wirklich immer wieder spüre, es kommen natürlich neue Gesichter dazu, andere verschwinden, aber das ist so offen, man spricht in den Kommentaren miteinander, man kommuniziert eben auch über Videos, man taggt sich gegenseitig zum Beispiel und dadurch entstehen dann eben auch mal gemeinsame Lesegruppen und man tauscht sich auch mal ein bisschen privater in den Kommentaren über Direct Messages in Instagram irgendwie aus oder eben durchaus eben noch privater dann auch mal über WhatsApp. Und das finde ich tatsächlich richtig, richtig toll. Damit hätte ich vorher nie gerechnet und das hat auch vorher keiner gesagt, dass Booktube tatsächlich, obwohl es ja so eine Nische ist, wirklich so eine offene Community hat. Man muss natürlich sagen, als ich Booktube jetzt mit diesem Kanal vor fast 10 Jahren angefangen habe und ja vorher auch noch den anderen Kanal hatte, also bestimmt schon irgendwie 13, 14 Jahre hier unterwegs bin, da war das natürlich auch noch ganz, ganz anders. Also da ja, gab es zum einen weniger und zum anderen war man auch einfach noch nicht so vernetzt, wie es jetzt vielleicht in den letzten 5 Jahren irgendwie der Fall ist. Und ja, das hat, also nicht, dass mir tatsächlich jemand vorher irgendwas nicht verraten hat, aber ich glaube, dass man das damals eben auch gar nicht absehen konnte, dass es diese Freundschaften geben wird, diesen Austausch geben wird, dass man sich dann eben auch einfach in diesen Freundschaften über weit mehr als Bücher unterhalten wird oder alles, was so irgendwie buchig ist. Ja, das hat mir vorher keiner verraten. Zweite Frage, welche typischen Formate magst du auf Booktube am liebsten? Und ich muss ehrlich sagen, da gibt es ganz viel. Also ich mag natürlich alles, was irgendwie buchig ist, sei es die Büchermonate, sei es Neuzugänge. Hier ist so ein bisschen der Unterschied. Bei den Neuzugängen erfährt man ja sehr oft, was erwartet der Leser, der Booktuber von dem Buch. Wäre natürlich im Büchermonat, wenn darüber gesprochen wird oder in jeglichem Büchergeplausche, egal ob es dann wie vielleicht bei mir eine Bücherwoche wäre oder manche so eine die letzten 5 Bücher machen oder auch eben so ein Currently Reading machen, wo sie noch mitten in den Büchern stecken. Egal wann eben über den Inhalt gesprochen wird, was dieses Buch auch im Leser irgendwie auslöst. Sowas mag ich super gerne, weil man dann eben von den Erwartungen aus den Neuzugängen eben erfährt, wie das Buch dann tatsächlich angekommen ist beim Leser. Diesen Unterschied mag ich super, super gerne. Ich mag aber auch, wenn mal einfach so ein bisschen was Privates erzählt wird. Und dazu meine ich jetzt nicht, dass jemand wirklich über sein Privatleben spricht, sondern vielleicht über Lieblingsbücher spricht, über tolle Cover spricht, überhaupt in Text auch mal so ein bisschen zur Hintergrundperson ein bisschen was erzählt wird. Denn man hat natürlich bei den Neuzugängen und bei den Büchermonaten immer nur so diesen aktuellen Blick auf den Booktuber, auf den Leser. Wäre natürlich bei Tags oder Dingen, wo es so ein bisschen um einfach nur Buchiges geht, man doch eher so ein bisschen auch noch ein bisschen was Längeres von dem Booktuber sozusagen erfährt. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Wenn jemand seine 5 liebsten Bücher vorstellt, egal welchen Genres, dann finde ich das natürlich super spannend, weil man dann eben erfährt, was hat er denn vielleicht früher auch mal gerne gelesen oder bevor man vielleicht auf den Kanal gestoßen ist. Das finde ich super spannend. Zudem mag ich es auch, mir so ein bisschen Neuerscheinungsvideos anzuschauen. Hab die ja auch lange Zeit im monatlichen Rhythmus selbst gemacht, mache die ja jetzt im Quartal immer mit der lieben Anka.
Und das ist halt auch immer super interessant, weil mir natürlich auch Neuerscheinungen durch die Lappen gehen und ich einfach auch interessiert daran bin, auf Kanälen, die ich gucke, mit denen vielleicht auch eine gewisse Schnittstelle an Bücherliebe sozusagen oder Genreliebe herrscht, da einfach zu erfahren, was möchte er oder sie da irgendwie lesen, was hat da jemand anderes entdeckt und wäre das auch was für mich. Und das ist auch ein Format, was ich super gerne gucke. Also ich glaube, es ist schon recht bunt gemischt. Auch super spannend ist natürlich so diese klassische Rache des Sub, also wo man wirklich seinen Sub, seine Neuzugänge vor einer gewissen Zeit nochmal betrachtet. Und es gibt da sehr unterhaltsame Videos, zum Beispiel von den Bookfriends, die mir immer super leid tun, besonders Maike, Gruß geht an dich raus, wenn ich dann so sehe, was da alles ungelesen ist und seit 3 Jahren auf dem Sub ist. Und ach, man ja jetzt auch dann immer, während man in dem Monat darüber nachdenkt, was legt man sich zu, weiß, dass einen die Rache vielleicht irgendwann mal einholt. Und ich mag dieses Format zum Beispiel auch super gerne. Ist ja jetzt auch viel verbreiteter als noch vor einigen Jahren oder auch Monaten. Und das ist auch ein Format, was ich super gerne schaue. Dritte Frage. Nenne eine Annahme, die du über BookTube hattest, bevor du mit BookTube gestartet hast. Und ob diese dann korrekt oder falsch war. Also ich hatte keine wirkliche Annahme. Also ich wusste ja so ein bisschen irgendwie, wie funktioniert YouTube. Ja, insofern man das so bezeichnen kann. Und ganz ursprünglich war ja mal mein Gedanke, Mensch, wenn man hier über Make-up reden kann und irgendwie über Kosmetik, warum sollte das nicht über Bücher machbar sein? Und habe ja dann einfach irgendwie wann angefangen. Ich glaube, eine Annahme war schon, also ob die jetzt wirklich falsch war oder richtig, ich hatte immer gehofft, dass man einfach authentische Menschen trifft, die eben eine ähnliche Leidenschaft zum Lesen und zu Büchern haben wie ich. Und das hat sich in vielen Zügen auf jeden Fall auch bewahrheitet. Also, dass es wirklich diese Leidenschaft gibt, dass Bücher eben mehr sind als nur Geschichten, die sich schön in einem Bücherregal machen. Aber an mancher Stelle hat sich das natürlich auch bewahrheitet, dass man eher oder nicht bewahrheitet, dass es eben einfach auch Oberflächlichkeiten gibt. Und die gibt es eben einfach überall. Aber im Grunde würde ich schon sagen, dass diese Annahme, dass sich so Menschen, die leidenschaftlich über Bücher sprechen, wie ich es für mich selbst auch denke und fühle, das habe ich definitiv bei vielen anderen auch gefunden und bin daher sehr froh, dass diese Annahme richtig ist. Vierte Frage, hast du in der Vergangenheit etwas getan, deinen Kanal oder die Abozahlen zu vergrößern? Nein, gar nicht. Also es wächst, wie es wächst, es ist, wie es ist. Ich bin über jeden Zuschauer dankbar, über jeden, der auch kommentiert, über all die Verknüpfungen in der Community, die es gibt. Und wenn, dann würde ich wirklich sagen, dass es das ist, dass man sich eben aktiv oder ich mich auch aktiv in diese Community einbringe, dass ich in den Austausch gehe, dass ich bei anderen kommentiere, dass man sich irgendwie anschließt, verschiedensten Gruppen, um es mal so zu nennen, und dann eben einfach sagt, daraus ergibt sich dann natürlich etwas, wo dann eben auch einfach mal Zuschauer von mir zu anderen wandern oder sich da umsehen und natürlich auch umgekehrt. Also ich glaube einfach, dass zum Beispiel so ein Hörgenuss des Monats oder auch, dass man irgendwie Teil der Keynesianer ist, ich glaube schon, dass das in seinem Ursprung einfach so ein bisschen, ja, gebracht hat, dass die Zuschauer auch einfach andere Menschen gesehen haben, die bei mir unterwegs waren und natürlich auch umgekehrt. Und ich glaube schon, dass das bei einem selbst ja auch funktioniert, wenn man ja im Grunde jetzt zum Beispiel irgendwie auch eine Büchergruppe trifft, wo man 3 von 4 Leuten kennt und einfach sagt, oh, dann gucke ich mir den 4. eben auch einfach an. Und ich glaube, wenn, dann ist es tatsächlich eher dieser aktive Austausch, dass ich nicht immer so kommentarfaul bin, wie vielleicht auch immer mal so zwischendurch und einfach sagt, man geht in diesen Austausch auf YouTube oder auch auf Instagram und merkt so, okay, man wird da eben auch Teil dieser großen BookTube-Community und bringt sich da eben auch einfach ein. Und das macht natürlich auch großen, großen Spaß, da dazu zu gehören und auch da einfach ein Miteinander zu erleben. Finde ich gerade auch in der jetzigen Zeit oder auch, ich sag mal, insbesondere der letzten 1,5 Jahre einfach wichtig, dass man Menschen hat, die mit den gleichen Dingen sich begeistern lassen und dass man da eben auch einfach diesen Anschluss hat und sich da auch irgendwie geborgen und wohlfühlt und auch aufgefangen fühlt. Ja, so würde ich das vielleicht sagen. Fünfte Frage. Welchen Fehler siehst du bei anderen neuen BookTubern oder welche hast du selbst zu Beginn gemacht? Finde ich super schwierig, weil ich überhaupt kein Fehlersucher bin. Ich bin auch überhaupt kein Perfektionist.
Deswegen kann ich auch bei mir gar nicht sagen, was waren da irgendwelche Fehler. Es gibt natürlich immer Dinge, die man mal ausprobiert, die man vielleicht selbst dann nicht mehr so gut findet. Also ich habe auch mal probiert, irgendwie Vlogs zu machen, habe aber gemerkt, das ist nicht meins. Ich habe 2-3 Monate Want-to-Reads gemacht und dachte, oh, kaum, dass diese Bücher auf der Liste standen, hatte ich keine Lust mehr drauf. Gibt natürlich solche Dinge, wobei ich jetzt sage, ist es ein Fehler, es auszuprobieren? Nein. Ich glaube, ein Fehler unserer Zeit ist, dass man zu sehr darauf wartet, perfekt zu sein, irgendwie alles zu wissen, um jetzt zu beginnen. Und ich bin einfach schon der Meinung, dass man manchmal oder eigentlich immer einfach mal machen soll. Also einfach mit seinem Smartphone sich hierher zu setzen und einfach mal ein Video zu drehen, auch wenn man 2 Jahre später sagt, Mensch, hätte ich doch vielleicht eine andere Kamera, ein anderes Mikro, ein anderes Schnittprogramm, was auch immer. Sowas kommt natürlich einfach nach und nach. Und auch ich sehe diese Kamera und weiß, jetzt wird es langsam einfach Zeit, dass ich mir da auch mal etwas Neues hole. Aber ist es jetzt ein Fehler zu sagen, ich mache mit der weiter, bis ich mich mal für einen entschieden hat und würde jetzt gar keine Videos machen? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass ganz viel eben Erfahrungen sind, die man macht und auch irgendwann merkt, dass Dinge nicht zu einem passen, wie zum Beispiel die Want-to-Reads. So spannend ich die damals auch bei anderen fand und auch eben diese Erwartungshaltung an die Bücher und warum sie gerade jetzt auf einer Liste stehen und ich das eben auch aktiv einfach mal machen wollte, so habe ich aber einfach für mich dann gemerkt, nee, das bin nicht ich, das ist nicht meins. Und dann ist es ja kein Fehler, dass ich es ausprobiert habe, sondern es ist einfach eine Erfahrung. Was vielleicht ein Fehler ist, ist, dass Leute einfach zu lange zögern, um anzufangen. Und das weiß ich aber natürlich nicht, wenn die Booktuber dann schon da sind, ob sie wirklich zu lange gezögert haben. Aber das ist, glaube ich, grundsätzlich immer mal ein Thema, dass manche einfach viel zu lange auf irgendwas warten, auf dass sie das perfekte Wissen im Kopf haben, die passendsten Wörter im Kopf haben, vielleicht sogar noch irgendwie sich erst alles Mögliche aufschreiben oder wie auch immer. Ich glaube, manchmal ist einfach machen und dabei lernen vielleicht das, ja, was die Welt einfach noch ein bisschen authentischer irgendwie macht. Aber da weiß ich natürlich nicht, ob das wirklich ein Fehler von anderen ist. Das kann man natürlich nur so aus dem Leben sozusagen irgendwie greifen. 6. Frage. Was ist deine Meinung zu Werbung und Kooperationen auf BookTube? Also zum einen möchte ich jetzt gar nicht unterscheiden, ob BookTube oder YouTube. Ich glaube, dass das irgendwie immer ein Triggerthema ist für ganz viele, wenn jemand Kooperation hat oder Werbung. Zur Werbung möchte ich sagen, und das fand ich auch bei Paddy so ganz schön, die gesagt hat, wir sind zu Zeiten aufgewachsen, wo wenn man einen Spielfilm im Fernsehen schauen musste, eben auf den Privatsendern, ein 1,5-Stunden-Film hatte locker 3 bis 4 Mal Werbung, 5 bis 6 Minuten pro Spot. Und gefühlt hat sich da keiner dran gestört gefühlt. Was ich immer ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass ich bei, insbesondere bei uns YouTubern, Booktubern, so ein bisschen darüber geärgert wird, wenn da zwischendurch mal eine Werbung kommt, wo ich mir so denke, ach, die dauert doch im Höchstfall irgendwie 5 bis 10 Sekunden, die kann man wegskippen, wenn man möchte, und man bekommt hier kostenlosen Content. Also man bezahlt als Zuschauer per se ja erstmal nichts, damit man ein Video von einem YouTuber sich anschauen kann. Und dann ist man aber bei diesem kostenlosen Content irgendwie verärgert, wenn da vielleicht zu Beginn eine Werbung kommt oder mal mittendrin. Ich weiß, es gibt einige, die es irgendwie übertreiben und in 10 Minuten auch 3 Werbungen einblenden. Ja, bin ich auch nicht der größte Fan von. Aber ich denke mir so, trotzdem ist das, was ich hier anschaue, kostenlos. Wir als Content Creator sitzen hier und machen das erstmal umsonst. Das heißt, wir machen das, weil es uns Freude macht, weil es uns Spaß macht, weil es unser Hobby ist. Und wenn man dann aber immer mal hört, wie sich da Leute über einen 5-Sekunden-Werbespot aufregen, denkt man sich so, ja, finde ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig und weiß auch nicht, wo diese Aufregung tatsächlich irgendwie herkommt, weil ja, man kann die Werbung auch vorskippen und ich selbst kann dann ja immer noch überlegen, wenn jemand mir zu viel Werbung macht, möchte ich den weiterhin unterstützen, möchte ich mich ständig unterbrechen lassen für diese Werbespots von seinem Content oder deabonniere ich. Es funktioniert auf YouTube total einfach auf den Abo-Knopf zu drücken, dann ist das deabonniert. Oder macht man es, wie ich zum Beispiel, jetzt auch einfach mal ein paar Monate und ich zahle diese 11-12 Euro an YouTube und bin als Premium-Zuschauer sozusagen ganz werbefrei. Das mache ich ja auch bei Netflix, ich mache das auch bei Spotify. Ich möchte nicht ständig Werbeunterbrechungen haben und dann muss ich für mich selbst eben einfach entscheiden, bin ich bereit, Geld dafür zu bezahlen? Wenn ja, also kommt natürlich auch auf die Summe wahrscheinlich an, aber ich störe mich überhaupt nicht dran, zum Beispiel jetzt diese 11, 12 Euro für YouTube zu bezahlen oder auch die 10 Euro für Spotify.
ganz zu schweigen von Netflix. Wir geben in unserem Alltag so viel Geld für total Sinnloses aus. Und wenn ich eben sage, ich konsumiere viel YouTube, also ich schaue definitiv mehr YouTube als wahrscheinlich reguläres Fernsehen, dann ist das für mich einfach ein besseres Gefühl. Dann gibt es natürlich auch noch die Thematik Rezensionsexemplare, besonders bei BookTube. Natürlich gibt es auch auf jeder anderen Sparte irgendwas, wo Leute im Grunde kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und da gibt es, scheiden sich ja auch immer so die Geister, bin ich denn gekauft, wenn ich ein Buch von einem Verlag oder einem Autor bekomme, wo ich so denke, ah, das sehe ich tatsächlich nicht so, weil ich schon durchaus genügend Bücher auch abgebrochen habe, obwohl sie ein Rezensionsexemplar sind. Und ja, ich freue mich über jedes Buch. Ich weiß auch, dass das nicht selbstverständlich ist, dass ich sehr viele meiner Neuerscheinungen direkt vom Verlag bekomme. Ich bin da immer wieder hoch erfreut, wenn ich eine Zusage bekomme und ich mache das transparent. Ihr findet das immer unten in den Infoboxen, was war ein Rezensionsexemplar. Ich versuche es auch immer in den Bücherwochen und so dann auch zu erwähnen. Aber das ist ja trotzdem irgendwie so ein Geben und Nehmen. Ich bekomme ein Buch, ich lese es, ich bespreche es und ich finde, dass das durchaus, also ob das jetzt wirklich Werbung ist, ich weiß, auch das ist immer so im Gespräch, aber mehr steckt da ja auch erstmal nicht dahinter. Und ich glaube schon, wenn ich jetzt von meinem BookTube-Kanal ausgehe, dass man als Verlag eben sieht, okay, sie hat das Buch gelesen, sie bespricht es in ihrer Bücherwoche, sie sagt auch, wenn sie abbricht, warum sie das gemacht hat. Es gibt auch durchaus Bücher, die ich abbreche und vielleicht nicht berichte, aber dann dem Verlag auch ganz offen schreibe, warum ich vielleicht auch nicht darüber berichten möchte oder womit ich irgendwie einen Konflikt auch vielleicht irgendwie sehe für mich selbst oder um darüber auch nach draußen zu sprechen. Da gab es, glaube ich, jetzt in den 10 Jahren, wo ich das knapp mache, auf jeden Fall auch so 2, 3 Fälle. Aber das, finde ich, ist so ein Geben und Nehmen. Und natürlich muss man auch einfach sagen, hat man ja auch als Zuschauer was davon, wenn eben Leute auch neue Bücher auf BookTube besprechen. Weil das sind ja auch oft die, wo sich sehr viele für interessieren. Also es gibt viele, die wissen wollen, wie findet man den neuen King oder den neuen John Mars oder den neuen Kerstin Gier oder vielleicht auch irgendwann mal den neuen George R. Martin, man weiß es nicht. Und da finde ich tatsächlich schön, dass das eben einfach möglich ist, weil eben auch die BookTuber da so ein Vertrauen von den Verlagen bekommen haben und eben auch das Buch vorstellen können. Und ich habe auch so manchen Self-Publisher dadurch entdeckt, dass er mich angesprochen hat, das Buch vorgestellt hat, ich spannend fand und sage, okay, hui, der hat aber schon 3, 4 andere Bücher geschrieben, die möchte ich auch lesen. Also es ist, finde ich, da immer so ein Geben und Nehmen. Und bei Kooperationen, da bin ich immer noch verwunderter mit, warum sich die Leute da so angesprochen fühlen oder das so ein Aufregethema ist. Wenn der BookTuber das kennzeichnet und sagt, das ist Werbung, das Video ist gesponsert von, keine Ahnung, XY, wo ist denn eigentlich das Problem? Und besonders, wenn etwas beworben wird, wohinter derjenige oder diejenige auch einfach steht. Also wenn BookTuber mit BookBeat eine Kooperation haben als Beispiel, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Das verstehe ich gar nicht, warum man sich da so angesprochen fühlt oder warum man sich darüber dann so aufregt. Wenn das klar gekennzeichnet ist, und das ist ja immer natürlich immer eine Frage, egal ob wir bei BookTube sind oder YouTube, wo ist denn da das Problem? Das verstehe ich nicht. Und man könnte auch immer den Eindruck haben, man nimmt anderen irgendwas weg. Oder auch wenn ich jetzt aus der Zuschauerwarte spreche, da bekomme ich ja ganz oft, wenn jemand, bleiben wir mal bei BookBeat, wenn da jemand ein BookBeat-Abo bewirbt, bekomme ich ganz oft irgendwas dafür. Ich bekomme einen Rabattcode, was auch immer. Und dann verstehe ich gar nicht, warum ich mich darüber aufrege, dass derjenige eine Kooperation hat. Also das sind immer so, wir sprechen jetzt nicht über Kooperationen, die nicht gekennzeichnet werden und so weiter. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Aber gerade bei Werbung, Kooperationen, die gekennzeichnet sind, verstehe ich das irgendwie nicht, dass man sich darüber aufregt und es ja auch scheinbar auch gar nicht irgendwie gönnen kann. Und könnt jetzt meinen, von dieser Kooperation gönnt sich jemand irgendwie eine Villa mit einem Pool und ach, selbst wenn dann jemand mal ein Ferrari vor der Tür hätte, dafür hat derjenige ja auch was gemacht, dafür macht er hier Content, dreht Videos, nimmt sich diese Zeit und jetzt sind wir natürlich bei BookTube einfach sehr nischig. Man guckt ja auf anderen Richtungen, ne? Auch einfach andere Dinge, wo ich so denke, ist das wirklich so eine Neiddebatte? Kann die Mehrheit der Menschheit nicht mehr gönnen? Ja, also das ist ein so Thema, auch wenn ich an unsere eigene Kooperation denke, im Sinne der Kingsianer mit Hugendubel. Also natürlich haben wir da mal Bücher umsonst mitbekommen. Wir haben
ein Hotel gezahlt bekommen, aber oder auch die Anreise, keine Frage. Aber wir haben da so eine tolle Zeit gehabt und wir haben so tolle Videos gemacht, produziert, auf unseren Kanälen hochgeladen. Wir hatten ein Live-Hangout nachts aus der Buchhandlung. Wir haben in Berlin ein Booktuber-Zuschauertreffen gemacht, wo ich tatsächlich gar nicht verstehe, wo kommt da vielleicht irgendwie Unmut her. Also wenn das alles gekennzeichnet ist, wenn das auch irgendwie authentisch ist, selbst wenn nicht, also ich fände es jetzt schon befremdlich, wenn ein Booktuber vielleicht tatsächlich irgendwie sein Ferrari mal vorstellt. Dann würde ich mich fragen, da passt die Kooperation vielleicht gerade nicht, aber das muss letzten Endes ja auch jeder selbst entscheiden. Ich verstehe da tatsächlich so dieses Getriggertsein nicht und auch bei der Werbung. Also ich glaube, von der YouTube-Werbung ist auch noch keiner so richtig Millionär geworden. Ne? Also, und man muss halt immer sagen, es ist hier alles umsonst und man kann auch einfach wegklicken, wenn einem was nicht gefällt. Ja. Ja, letzte richtige Frage sozusagen ist, glaubst du, dass Booktube am Aussterben ist? Und ich weiß gar nicht, wo dieser Trugschluss herkommt. Ich glaube nicht. Also ich habe das Gefühl, es kommen immer wieder neue Booktuber dazu. Man entdeckt immer mal wieder neue Gesichter, neue Leute. Natürlich verschwinden auch Content Creator dahinter irgendwie mal wieder, kommen irgendwie nach einem halben Jahr wieder oder gar nicht. Da gibt es auch so ein paar Kandidaten, die ich sehr vermisse. Aber es gibt doch immer neue Gesichter, die man in seinen Kommentaren findet, wo man mal hingeht, wo man auch neue Videos entdeckt, die neuen Schwung dazu bringen, die andere Themen irgendwie mal bringen, die einen Text sich ausdenken und so weiter. Ich glaube nicht, dass, obwohl das hier so nischig ist, glaube ich nicht, dass das hier am Aussterben ist. Und wenn ich ehrlich bin, würde mich das auch gar nicht stören, denn solange ich Lust drauf habe und es Zuschauer gibt, die mit mir unter den Kommentaren kommentieren und in den Austausch gehen, wenn ich dann der letzte Booktuber bin, dann ist das so. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also, glaube ich einfach nicht. Nein. So, die achte Frage ist keine Frage, sondern eher eben eine Aufgabe, nämlich hör nicht auf, jemanden zu taggen. Und ich würde hier super gerne die Mädels vom Hörgenuss taggen, Christine, Ruth und Steffi. Und ich habe Maike vorhin schon erwähnt bei der Rache des Sub. Ich würde auch super gerne die Bookfriends taggen, also Maike und Anja. Und würde mich da super freuen. Wenn ihr Lust hättet, den Tag mitzumachen, würde ich mich super darüber freuen. Und das war jetzt mal ein Real Talk Tag, wie es auch Paddy genannt hat. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ihr könnt das ja gerne, wenn ihr Booktuber seid, so ein bisschen eure Gedanken in den Kommentaren da lassen und lasst uns in den Austausch gehen. Oder wenn ihr nur Zuschauer seid, ich meine, ihr seid an und für sich ja mit die Wichtigsten hier, um in den Austausch zu gehen, dann lasst uns das gerne in den Kommentaren machen, wie ihr vielleicht so manches empfindet. Da würde ich mich super darüber freuen. Fragen und das Video auch von Paddy ist unten in der Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.